Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Legend of Solgard. So, ja, ich mache jetzt einfach mal hier oben weiter bei Sunas Segen. Dann gucken wir mal, wie das Ganze läuft. Legend of Solgard. So, deine Runde. Platziere drei Kreaturen nebeneinander, um eine Barriere zu bilden. Die Stärke der Barriere schützt dich vor Angriffen. Versuche es mit der Grimm-Axt-Einheit. Okay. Zieh jetzt die Grimm-Axt-Einheit zurück, um eine zweite Barriere zu erschaffen. Okay. Alles klar. Und jetzt kann ich noch mit dem angreifen. Eine große Ballista. Sie hält eine Runde lang die Stellung und greift dann an. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich glaube, das war nicht so gut, was ich gemacht habe. Drei Züge übrig. Wieso sollte ich das so tun? Ich glaube. Okay, ich habe, glaube ich, einen Fehler gemacht. So, eine Runde, alles klar. Jetzt müssen wir mal schauen. Den kann man da hin, genau. Macht auf jeden Fall Sinn. Den Bären dahin. Den dahin. Dann sind wir schon mal über die Ballista drüber gerannt. So, meine Runde. Drei Züge übrig. Viel mehr kann ich jetzt, glaube ich, nicht machen. Zwei Züge übrig. Ich könnte den da hinklatschen. Und. Ah, ne. Nein. Ihr habt recht. Das macht mehr Sinn. Lass die beiden mal losrennen. Drei. Damit habe ich das eigentlich geschafft, oder? Ja. Okay. Sehr nice. Weiter geht's. So, damit sind wir jetzt schon hier. Was ist denn da? Sammlungen? Kreaturen? Was ist passiert? Weitere Kreaturen in Kürze. Irgendwas ist doch hier. Und hier steht doch irgendwas mit Kreaturen. Ist da oben die Truhe oder was? Also, okay, also ich muss jetzt noch einen. So spielen. Machen jetzt noch so einen Kampagnenkampf. So. Schauen wir mal. So, was haben wir denn? Ja, wieder so eine Barriere bilden, ne? Dann sollten wir hier angreifen.
und sollten da angreifen. So, jetzt kann ich erstmal schauen. Den lasse ich losrennen. Und von mir aus dahin kann auch noch eine Barriere bilden. Ich weiß nicht, ob ich die dann noch brauchen werde. Noch mit dem pushen und mit dem pushen. Und hier auch nochmal die Barriere verstärken. Und damit ist das Ding schon fast geschafft. So. Den dahin. Den dahin. Dahin. Hierhin. Hierhin. Jetzt greifen die beiden an und machen das Ding platt. So, gewonnen. Sehr geil. So, weiter geht's. Also, erste tägliche Quest. So, was gibt's noch? Truhen kaufen, fünfmal so viel Geld. Ein Match machen wir noch. Sind wir auch durch. So, Batterie ist auch fast leer. Ja, da würde ich mal sagen, ja, hier kann man natürlich eine Barriere machen. Aber nee, das müssen wir anders machen. Das muss zurückgezogen werden. Dafür können wir mit denen angreifen. Dann machen wir es anders so. Die beiden greifen an, ne? Nein? Okay, deine Runde. Drei Züge übrig. Soll ich die Barriere verstärken? Nein. Kein Sinn. So. Schauen wir mal. Da noch einen rüber. Und dann sollen die mal loswalzen. Und keine Züge mehr. Okay. Jetzt den dahin. Hier mal hin. Da mal hin. Und auf los geht's los. Gegnerische Runde. So, das ist ja eigentlich relativ. So, dann machen wir mal den dahin, den dahin. Dann schauen wir mal, was wir sonst noch bekommen können. Aber das sollte jetzt eigentlich schon reichen, ne? Eingerissen. Jawohl. Ja, relativ einfach, um die Elfling-Einheiten zu verbessern. Dann machen wir das doch gerade mal. Klar, warum nicht? So, mal verbessert. Jetzt ein Stufenaufstieg. Alles klar.
große Kreaturen erschaffen. Okay. Könnte ich auch noch machen, oder? Und noch einen Rangaufstieg. Alles klar. Knopfwurf. Alle Kriegerkreaturen haben einzigartige Fähigkeiten. Tippe auf das Symbol oben, um herauszufinden, welche Fähigkeit deine Elfling-Einheit hat. Probiere sie aus. Okay, probieren wir die noch aus. Dein Knopfwurf. So, wie soll das gehen? Drei Züge übrig, ziehe diese Rauhpfote zurück. Okay. Ah. Alles klar. Wenn du zwei hinter einer kombinieren. Einen weiteren Knopfwurf, okay. Einmal den da und dann den da. Ist noch ein Knopfwurf. Ah! Jetzt können unsere Kreaturen das Portal zerstören, bevor die Schergen angreifen. Alles klar. Alles klar. Ja, cool. Ist eigentlich eine ganz nice Sache. Also haben wir jetzt den Knopfwurf als Special-Fähigkeit für die Elfling-Einheiten. Ja, da würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Legend of Solgard. Ja, macht's gut.